Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, hattet einen guten Start und wünsche euch ganz viel Gesundheit und viel Kreativität im nächsten Jahr. Und starten möchte ich heute mit einer Karte, die schon mit ganz neuen Produkten aus dem Mini-Katalog ist. Und zwar wird es eine Geburtstagskarte oder eine Glückwunschkarte, mal in einem bisschen anderen Style und mit Koloration. Und so sieht die ganze Karte aus. Genau, und ich zeige euch heute, wie ich die gemacht habe. Mit ein paar kleinen Kniffen ist die und wir starten jetzt einfach mal. Ich habe mein Material schon mal hergerichtet. Ich habe eine Grundkarte, die hat das Maß 28 x 10,5 und ist gefalzt bei 14 cm. Zwei Karten für vorne und innen, die haben das Maß 13,5 x 10 cm. Ein Reststück zum Stempeln in Seidenglanz. Ein Stück Schiefergrau, das hat das Maß 8,1 x 8,1 und ein Reststück Flüsterweiß, das brauchen wir auch gleich zum Stempeln. Die Bestellnummern für das Papier halte ich euch wie immer kurz ins Bild. Das ist einmal Seidenglanz, Schiefergrau und Flüsterweiß. Also falls ihr die Bestellnummern braucht, könnt ihr einfach ein kurzes Pausebild machen. Dann habt ihr die da. Und dann legen wir jetzt einfach gleich mal los mit der Koloration. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich ein bisschen suggel. Denn ich habe mir hier einfach aus so einer Schneideunterlage mit einem Backpapier so eine Unterlage gebastelt, die ich immer benutze, wenn ich ein bisschen mit Farbe experimentiere. Und dann nehme ich mir einfach mal Flamingo-Rot, das hat diese Bestellnummer. Ihr seht, ich habe es auch schon wieder an den Fingern, ist ja klar. Und gehe mir einfach auf einen leeren Stempelblock so ein bisschen mit Farbe drauf. Seht ihr das? Und dann, Vorsicht, alles außenrum ein bisschen auf die Seite legen. Dann schnappe ich mir einfach meinen Wassertankpinsel und nimm mir hier so ein bisschen diese Farbe auf. Also ich vermische das so ein bisschen. Ich möchte noch relativ viel Farbe haben, deswegen gucke ich mal, dass ich erstmal weniger Wasser drauf tue. Und jetzt nehme ich mir zuerst die Innenseite. Also hier brauche ich ein bisschen mehr Wasser, dann drücke ich hinten ein bisschen drauf, dass vorne Wasser rauskommt. Ganz leicht. Vermische mir das nochmal mit Farbe und ihr seht schon, da kommen jetzt ganz süße Sprenkel raus. Ich mache jetzt doch erst die Vorderseite. Da koloriere ich quasi von diesem Eck ins diese Eck und haue einfach nur so ein bisschen auf den Stempel drauf, damit es dann so kleine Kleckse gibt. Ich zeige euch das gleich nach. Ich mache das jetzt auf dem zweiten auch. Da halte ich mich eher so ein bisschen am Rand hier unten in der Ecke und so ein bisschen im Rand hier oben an der Ecke. Je näher ihr hingeht, desto punktueller macht ihr natürlich diese kleinen Punkte da drauf. Und dann habt ihr so kleine Mini-Mini-Sprenkelchen. Genau. Und dann würde ich noch ein bisschen flüssiger das Ganze machen, dass ich noch ein bisschen hellere Flecken habe. Das heißt, ich gebe mir noch mal ein bisschen mehr Wasser drauf. Schnappt euch auch immer noch ein Tuch. Streich mir den aber noch mal ein bisschen aus. Es soll auch nicht zu viel Wasser sein. Nehme jetzt so dieses bisschen flüssigere und gehe noch mal auf meine Außenseite noch mal ganz minimal drüber. Dass wir ein paar hellere Kleckse und ein paar dunklere Kleckse haben. Und dann streiche ich mir das hier einfach so aus. Und lege es noch kurz auf die Seite, wobei wir den gleich nochmal brauchen, weil wir kolorieren jetzt auch ein bisschen. Aber meine kleinen Kleckse, die können jetzt schon mal trocknen. Was ich auf meiner Beispielkarte noch gemacht habe, ist, dass ich mir das gleiche noch mit einem silbernen Stempelkissen gemacht habe. Also ich weiß ja, dass es das nicht mehr gibt, aber vielleicht habt ihr das auch. Man muss es nicht machen, aber man kann. Da mache ich es genauso. Da nehme ich mir hier einfach nur ein bisschen Farbe auf und gehe nochmal so ein bisschen darüber. Ein bisschen mehr Flüssigkeit. Genau, jetzt habe ich es. Einfach nur so ein ganz paar Sprenkelchen, auch nicht viel. Dann kann ich mir das wieder ausstreichen aus meinem Pinsel, bis keine Farbe mehr rauskommt. Und dann ist gut. So, diesen Bereich lasse ich mal noch da, den brauchen wir gleich noch. Und der Rest kann jetzt noch ein bisschen trocknen. Da sind jetzt auch noch ganz, ganz zarte silberne Pünktchen dabei, wenn ihr das vielleicht seht. Das legen wir jetzt einfach mal auf die Seite, dass das noch ein bisschen ruhen kann. Und das habe ich jetzt auch nur auf die Vorderseite gemacht. Und dann schnappe ich mir mein Reststück in Seidenglanz und meinen Blütenstempel. Und zwar ist der aus dem neuen Stempelset Art Gallery.
habe, diese Bestellnummer hier unten, ich habe es noch nicht beschriftet. Und da habe ich mir diesen Blütenset rausgenommen, diesen Blütenstempel und das Congratulations. Das Set ist nur in Englisch und es gibt passende Stanzformen dazu. Die seht ihr gleich, wenn wir stanzen. Und ich blende euch auch die Bestellnummer ein. Leider ist es nur in Englisch, aber ich finde, man kann alle Sprüche super lesen. Also zum Geburtstag, Congratulations, Good Luck, I miss you, sorry und so weiter. Also da gibt es wirklich ganz tolle Sprüche und die kann man, finde ich, bei uns auch sehr gut benutzen. Also die kann man schon verstehen. Und dann schnappe ich mir von den Farben nochmal mein Flamingo-Rot, das habt ihr ja schon gesehen. Und ich nehme jetzt noch Kirschblüte dazu, das fand ich eine schöne Kombination. Und dann brauche ich noch ein Schmierpapier, ich habe jetzt hier noch eins. Und gehe mir jetzt einmal mit meinem Stempel komplett in dieses Kirschblüte rein. Und dann stemple ich mir das einmal ab auf ein anderes Papier. Und dann gehe ich auf mein Seidenglanzpapier. Und dann seht ihr hier einen minimalen, ganz, ganz leichten Stempelabdruck. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen in der Kamera. Es soll auch wirklich nur ganz leicht sein, weil das kolorieren wir uns jetzt dann gleich ein bisschen nach. Dazu stanze ich mir kurz diese Blüte aus. Da gibt es eben die passende Stanzform und das kurbel ich mir einmal kurz durch die Stanzmaschine durch. Und dann haben wir hier dieses tolle ausgestanzte Blüte schon mal. Und die möchte ich jetzt noch ein bisschen kolorieren. Und das Erste, was ich mache, ich nehme mir ein bisschen von der Kirschblüte, also von der helleren Farbe. Gebe mir das auch so ganz leicht auf den Stempelblock, das sieht man jetzt fast gar nicht. Und gebe mir da ein bisschen Wasser dazu und koloriere mir so die Blüten so ein bisschen sehr schäbig, fällt mir jetzt ein, sehr locker von der Hand hier ein. Also nur so ein ganz kleines bisschen. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Und dann, wichtig ist, dass wir uns gleich noch ein kleines Tuch herrichten. Einfach so ein Schmierpapier oder ein Zewa. Dann nehme ich mir auch noch diese festere Farbe, also die Flamingo-Farbe von meinem Stempelblock hier ab und gehe mir nochmal in diese Blüten. Jetzt wird es schon ein bisschen mehr farbig, seht ihr? Man sieht es schon, also das schaut jetzt nicht wunderschön aus, sondern das soll einfach nur dieses Aquarellige haben. Und wenn es ein bisschen zu... Ich habe jetzt leider nicht mehr viel Wasser in meinem Pinsel, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt. Aber man kann sich das schon noch so ein bisschen so ausstreichen. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen mehr Farbe und dann gebe ich noch ein bisschen was an die Seiten. Also ich gehe da einfach ein paar Mal drüber und nehme immer ein bisschen mehr Farbe auf und erziele hier so einen leichten Aquarelleffekt. Dann streiche ich mir meine Farbe einmal aus mit meinem Pinsel und nehme mir dann noch diesen kleinen Stempel, der in dem Stempelset drin ist, mit diesem Blütenelement. Das ist der hier unten. Und gehe mir noch mal mit meinem Flamingo-Rot Stempelkissen, gebe ich mir da Farbe drauf und stempel mir jetzt hier dieses wunderschöne Blütenmuster hier innen rein. Das mache ich bei allen drei Blüten. Und bei dieser ganz kleinen hier unten möchte ich auch ein bisschen was haben. Da spiele ich nur so ein bisschen mit dem Rand von dem Stempel. Ich hoffe, ihr hattet es jetzt ein bisschen im Blick. Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, doch fast ein bisschen zu nah. Ich gehe mal noch ein bisschen raus, dass ihr das ein bisschen besser im Überblick habt. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus und ich finde es eigentlich ganz schön. Man kann noch ein bisschen Farbe reingeben, ein bisschen Farbe rausnehmen. Also ganz wie euch das gefällt. Aber das trocknet ja nachher noch ein bisschen, also ich finde es jetzt so eigentlich ganz schön. Aber das war jetzt Gewohnheit, dass ich das nebendran ausstreiche. Und dann schnappe ich mir noch ein bisschen Lindgrün und ein bisschen Mangogelb. Oh, Mangogelb kann man schon gar nicht mehr lesen, entschuldigt bitte. Schaut schon, knick. So, die beiden sind die Bestellnummern. Und mit denen koloriere ich jetzt auch noch ein bisschen das Blatt und die Blüten. Da drücke ich mir jetzt einfach die Stempelkissen noch ein bisschen aufeinander. Dann habe ich hier so ganz ein bisschen Farbe drin. Und da gehe ich jetzt mal einfach über mein Blatt. Das ist wirklich nur ganz, ganz zart und hauchdünn. So ein bisschen da auf diese Stiele. Da ist mir jetzt ein bisschen zu viel Farbe hingekommen. Kann ich noch so ein bisschen wegtupfen. Oder eben mit Wasser, wenn man denn noch Wasser im Pinsel hat, kann man das auch wieder abnehmen, ganz gut. Genau, also das soll wirklich nur ganz, ganz zart und dezent sein. Und mit dem Mangogelb, wobei ich glaube, ich nehme noch ein bisschen was von dem Lindgrün für das Blatt. Das darf noch ein bisschen mehr Farbe kriegen.
bisschen mehr Kontur so. Ja, so gefällt es mir ganz gut. Also ich bin überhaupt kein Kolorationsprofi, aber es macht mir echt Spaß, sowas mal auszuprobieren. Und die Karte habe ich für jemanden gemacht, der das gerne macht. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich da ja eine kleine Freude, wenn ich da ein bisschen was Koloriertes mit ins Spiel bringe. Und bei mir ist jetzt leider schon zu wenig Wasser im Pinsel. Ich tupfe mir jetzt hier noch diese kleinen Blüten so mit Farbe an, mit dem Gelbton. Ich gucke mal, ob noch ein bisschen was rauskommt. Ein bisschen wäre noch ganz gut, ja. Und das Ganze mache ich jetzt noch ein bisschen mit mehr Wasser, damit es noch ein bisschen mehr Kolorationstechnik hat oder ein bisschen mehr verschwimmt. Und so finde ich das jetzt eigentlich schon einen ganz schönen Blumenstempel oder Blumenmusterabdruck. Ich glaube, ich lasse es so. Also da spielt ihr einfach so lange, bis euch gut gefällt. Und das können wir jetzt auch noch ein bisschen trocknen lassen. Und das sieht jetzt eigentlich schon ganz süß aus, finde ich. Was ich jetzt gleich mache, weil ich schon beim Stempeln bin, ist, dass ich mir meinen Spruch noch aufstempel. Da habe ich mir das Congratulations rausgenommen und den stempel ich einfach auf das flüsterweiße Stück in Schiefergrau. Dann haben wir auch noch einen schönen Spruch, den wir uns dann nachher gleich noch ausstanzen. Super, dann räume ich kurz auf und wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt schnappe ich mir meine Stanzmaschine, einmal das Congratulations und dann dieses Reststück in Schiefergrau, das ich euch am Anfang gezeigt habe mit dem 8,1 x 8,1 cm, und die Stanzform Just Want to Say. Das ist eben alles in diesen Stanzformen drin. Und dann möchte ich mir das ausstanzen, und zwar, wenn ihr das euch mal anschaut, das wird ja nachher ein bisschen schief, lege ich mir die Stanzformen nicht so gerade auf, wie man das normalerweise machen würde, sondern ich lege mir die schon ein bisschen schief auch auf. Und ich gucke, dass es eigentlich relativ schön mittig ist, also von den Bereichen, die so nach oben und unten gehen. Und ich hoffe, dass es jetzt schön wird. Was meint ihr? Könnte es so werden, oder? Das habe ich vorher so intuitiv gemacht, da habe ich gar nicht geguckt, wie man das eigentlich drauflegt. Dann kurbel ich mir das einmal durch. Ich kurbel es jetzt auch nochmal zurück, weil bei mir ist der Platz hinten zu eng, aber einmal würde reichen. Und was ich dann mache, ich lasse mir gleich die ganze Platte da. Weil ich nämlich nachher auch noch diese ganzen Buchstaben-Innenteile brauche. Also da müssen wir gut drauf aufpassen, die dürfen wir ja nicht verlieren. Und dann habe ich hier mein kleines süßes Etikett mit dem Congratulations und das Just Want to Say. Und dann können wir schon ein bisschen ans Zusammenbauen gehen, genau, oder? Ja, tatsächlich, also wir sind rucki-zucki da. Ich nehme jetzt als erstes mal meine Vorderseite mit den Sprenkeln, die eben auch diese kleinen silbernen Sprenkel hat. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Und klebe mir die einfach mal mit Flüssigkleber auf. So. Das mache ich einfach ganz normal, wie gewohnt, mit einem schönen Band außenrum. Genau. Und meine gesprenkelte Innenseite mit den Mehrpunkten hier unten und hier oben, damit man noch schön Platz hat zum Schreiben. Kommt innen rein, auch gleich mit Flüssigkleber. So. Und dann wird jetzt gleich gepuzzelt. Ihr seht gleich, was ich meine. Ja, aber das macht eigentlich auch richtig Spaß. Jetzt schnappe ich mir nämlich hier meine tollen Stanzformen. Und als erstes nehme ich mir hier dieses außenrum gestanzte ab. Und würde mir das jetzt auf meiner Karte so positionieren, wie es mir gut gefällt. Also ich finde, so schaut es schon ganz cool aus. Ich achte so ein bisschen darauf, dass hier noch ein bisschen was Weißes rausschaut und hier noch ein bisschen was Weißes. Und oben eigentlich auch noch so ein bisschen. Und es ist, wie gesagt, nicht gerade, sondern einfach mal schief. Das hat mir richtig gut gefallen, das fand ich mal ganz süß. Das mache ich jetzt auch mit Flüssigkleber. Und was ich hier ganz wichtig finde, als guten Tipp vielleicht für euch, ruhig diese kleinen Innenteile, diesen Innenbereiche auch mit ganz wenig Flüssigkleber betupfen sozusagen. Also dann nur ganz wenig drauf geben, dass es nicht rausbarzelt an der Seite dann. Aber auf jeden Fall Kleber hinmachen, dass es trotzdem schön flach aufgeklebt werden kann. Man könnte natürlich, wenn man halt dran denkt, ich denke ja immer irgendwie da nie dran, das wäre viel einfacher, hinten einfach mal diese Klebefolie drauf machen. Ich weiß nicht, warum ich das immer vergesse, aber das wäre jetzt hier wirklich praktisch.
Aber zur Not geht's auch so. Und dann wirklich alles schön mit Kleber einstreichen und dann vorsichtig positionieren und aufkleben. Halt so rum. Und dann einmal ganz schön platt aufkleben. Und jetzt kommt so ein bisschen Gepuzzle, denn ich nehme euch ja mal ein bisschen näher hin, dass ihr das seht, was ich hier mache. Wir haben ja hier diese ganzen Innenteile von unseren Wörtern und die finde ich müssen schon rein, weil das schaut dann einfach viel schöner aus. Wenn ihr jetzt da hinten diese Klebefläche schon drauf hättet, dann würdet ihr euch wesentlich leichter tun. Und wenn nicht, dann macht ihr es einfach so wie ich, mit einer Pinzette und ganz wenig Kleber, Flüssigkleber am besten. Und dann kann man noch ein bisschen ruckeln, das hat natürlich auch seine Vorteile. Und dann baut man sich hier die Buchstaben rein. Also an der Stelle, wie gesagt, Flüssigkleber ist nicht ganz verkehrt. Jetzt habe ich das auch verkehrt rum gemacht. Aber man kann das nochmal ändern. Zum Glück habe ich jetzt den Flüssigkleber benutzt. Es hat auch Vorteile. Also wir dürfen uns nicht beschweren. Und dann könnten wir hier die ganzen A's, das O, das Y einfach reinbauen. Da lasse ich euch Musik laufen und dann seht ihr, wie ich es mache. Aber es ist nicht zu langatmig für euch. Viel Spaß beim Puzzeln! Hier habe ich ein bisschen zu viel Kleber erwischt, aber das kann vorkommen und der trocknet dann durchsichtig ab. Also, das finde ich ganz schön geworden. Das Congratulations brauchen wir auch. Das Just Want to Say können wir uns aufheben und passt da gut auf euren Punkt hier oben auf. Den braucht ihr dann vielleicht für die nächste Karte. Und dann können wir schon an unsere weitere Deko gehen. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir den Papierfalter schnappe und mir diese Blüte noch ein bisschen so in Form biege. Das fand ich total schön, wenn die noch so ein bisschen. Ja, ein bisschen Wölbungen bekommt und so ein bisschen diese kleinen gelben, die mache ich so ein bisschen nach vorne, wie so ein lebendiger Blumenstrauß ein bisschen. Und dann hier unten das Blatt, das knicke ich mir auch so ein bisschen vor und so ein bisschen nach unten. So, das hat wirklich einen relativ krassen Bogen, wie man hier sieht. Und eben auch das so in der Mitte ein bisschen. Okay, und dann habe ich, weil ich es einfach nicht lassen kann und weil ich es in dieser Karte total wichtig finde, einfach noch mein silbernes Garn benutzt. Wie gesagt, ihr müsst das nicht machen, aber ich finde es immer schön und auf dieser Karte dürfte es nicht fehlen, finde ich. Es gibt es leider nicht mehr zum Bestellen, deswegen will ich es eigentlich auch nicht immer verwenden in den Videos, aber hin und wieder komme ich nicht drum rum. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Hersteller, der das auch herstellt. Vielleicht habt ihr da ja einen Tipp für alle, die da danach suchen. Ich habe mir zum Glück da noch ein bisschen was bestellt gehabt damals, als es aus dem Sortiment ging. Klebe ich mir einfach mit dem Klebepunkt hinten drauf, so ein bisschen kreuz und quer. Und dann nehme ich mir Dimensionals und klebe mir die Blüten, die Hintergründe quasi, also die großen Blüten mit Dimensionals an. Hinten drauf, so als Abstandspads. Ich zeige euch das mal nach. Das Ton in Ton, man sieht es schlecht. Und dann nehme ich jetzt nur diese Schutzfolie noch ab. Und dann habe ich mir gedacht, den Stiel hier unten, den würde ich gerne auch ankleben. Den mache ich mit einem kleinen bisschen Flüssigkleber, damit er danach nicht so absteht. Und das Ganze klebe ich mir jetzt hier unten schön da drauf. Und mein Schild, habe ich gedacht, mache ich so ein bisschen zwischen rein, zwischen das Ganze. Dann nehme ich mir einfach so ein bisschen so Restteile, klebe mir ein Reststück. Also man kann ja diese Seiten auch ganz gut abschneiden hier von den Abstandsklebern. Klebe ich mir eins rechts und eins links hin. So. Und in der Mitte ein bisschen Flüssigkleber, dann hebt es nachher auf der Blüte noch. Und so klebe ich mir das ganze Schildchen dann auch noch mit so ein bisschen Dimension hier quasi drüber. Und gucken wir mal, wie es schön ausschaut. Ja, so ist es cool. Und eben dieses Blatt, deswegen habe ich das so gebogen, das wollte ich das so unten rüber schauen lassen. Und finde, hat man dann hier ein richtig schönes Element. Das kann hier oben noch angeklebt werden, genau. Schön 3D erhaben, wie so ein kleiner süßer Blumenstrauß noch hier unten in der Ecke. Genau. Und als Verzierung habe ich mir dann gedacht, bei meiner Musterkarte habe ich mit so Pailletten gearbeitet. Das fand ich sehr schön, das passt irgendwie von der Farbe noch richtig schön rein.
Aber man könnte zum Beispiel auch mit Perlen arbeiten. Also guck mal, was ihr habt. Bei mir ist es immer so, bei mir fliegen oft noch so Reststücke von so kleinen Perlen, von irgendwelchen Sets oder sowas rum, so Paletten. Und das finde ich dann immer ganz praktisch, dass man die da noch schön verbauen kann. Und ich finde die auch von der Farbe wirklich wunderschön. Die passen da ganz toll dazu. Muss ich mal gucken, ich brauche jetzt zwei grüne. Und die anderen haben so einen Perlmuttton. Na, komm raus. Und die klebe ich mir hier einfach noch an. Insgesamt 3 Stück. Das mache ich einfach mit dem Crystal Effects, weil der mir jetzt gerade das Leben erleichtert hat in diesem Fall. Ich finde, mit dem kann man das besser ankleben. Dann natürlich nicht mehr hintatschen, aber da kann man sich einfach so kleine Klebepunkte hinmachen, wo man sie denn gerne hätte. Und da macht man die dann einfach drüber. So. Und schon, ihr Lieben, ist diese Karte fertig. Ich finde die echt total cool. Ihr seht mal so ein bisschen von der Koloration, ist diese Blüte noch ein bisschen mehr mit Kirschblüte im Hintergrund koloriert und die ist noch ein bisschen mehr mit Flamingorot. Ich bin schon ganz schön nah da, oder? Ups. So, also das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich finde, hier kommt die Farbe noch ein bisschen schöner raus. Aber da arbeitet ihr einfach so, wie euch das gefällt. Probiert gerne ein bisschen rum und habt auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Auch gerne einen Flamingo-roten. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und kreativiert was Neues. Tschüss!